So, hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Crosscode, der Demo. Ja, das letzte Mal haben wir, also im ersten Part haben wir das Tutorial gemacht. Und jetzt hoffentlich kommt ein bisschen mehr, dass das Spiel ein bisschen offener wird natürlich. Und ich habe den Skillbaum angeschaut und er scheint so wie bei Path of Exile zu sein, also so eine Karte, wo man in verschiedene Richtungen kann. Oder wie zum Beispiel Final Fantasy 10. Und wir reden jetzt mal mit den Leuten. Aha, da geht's rund, okay. Genau, und jetzt. Okay, muss ich nicht mal laufen. Da ist sie, der Avatar. Und sie gehört zur Sparrowmancer-Klasse. Wie toll ist das denn bitte? Das ist sie, der Avatar. Hä? Das dürfte dein erster Fan sein, Lea. Hallo Clara, schön dich zu sehen, aber was diese seltsamen Kisten angeht? Ja, ich weiß schon, ich sollte hier endlich aufräumen. Aber wie du siehst, muss ich mich im Moment um den Arbeiter herkümmern. Ich erledige das im Laufe des Tages. Ja, man sieht sich. Und schon ist sie weg. Sie hat exakt das gleiche schon gestern gesagt. Eine Sparrowmancer, der Wahnsinn. Das Bug ist gleich da vorne. Wir müssen allerdings etwas laufen. Folgt mir einfach. Carla, was sollen eigentlich diese ganzen zerstörbaren Kisten in diesem Raum? Ich musste üben, diese Dinge zu benutzen, weißt du? Wahrscheinlich hätte ich das irgendwo anders tun sollen. Ah, schau an, du musst dieser Avatar sein, stimmt's? Nun gut, willkommen auf der MS Solar. Wenn du dich etwas über das Gelände lehnst, müsstest du sogar den Namen des Schiffes sehen können. Sorry für das Telefon. Oi, pass auf, dass du nicht ins Meer fällst. Bin mir ziemlich sicher, dass Avatar nicht schwimmen können. Was? Frechheit. Kamera. Hier geht's nicht lang. Scheinbar hat hier jemand diese Tonnen gestapelt. Ja. Ich weiß es. Ich bin nicht der, der immer ans Telefon geht. Dafür sind andere in diesem Haus da. Oh, wer bist du? Du siehst nicht wie ein Seemann aus, also bist du wohl ein Besucher. Nicht sehr gesprächig, was? Tut mir leid, ich bin gerade mitten in der Wartungsarbeit. Also entschuldigst du mich bitte. Junge, ich weiß, dass du neu hier bist, aber du solltest dich trotzdem etwas entspannen. Wieso? Nur weil ich zu schnell beim Putzdienst war? Es wird doch keine große Sache. Tja, wenn du so weitermachst, wird man es bemerken. Ehe du dich versiehst, wirst du tatsächlich das ganze Deck von hinten bis vorne schrubben müssen. Oh. Okay. So, Kleines, jetzt schau dir das an. Eine Stadt. Okay, wo fangen wir an? Wie wär's mit Willkommen in Crossworlds? Hä? Einen Schritt nach dem anderen, Carla. Leo, erinnerst du dich an das Konzept eines MMORPGs? Ich sag jetzt mal nein, weil ich es gerne wissen will. Schüttelt Kopf. Nun, MMOG steht für Massively Multiplayer Online Game. Es sind Videospiele, welche eine große Anzahl von Spielen gleichzeitig unterstützen. Normalerweise werden diese Spiele als ein Netzwerk durch eine virtuelle Umgebung miteinander verbunden. Nun, Crossword ist ein MMOG mit einem wichtigen Unterschied. Die Welt dieses Spiels ist nicht virtuell, sie ist real. Alle Spiele sind durch spezielle Avatar mit dieser Welt verbunden. Diese Avatar haben eine psychische Form und sind eng mit allen fünf Sinnen des Spiels verbunden. Und du, Lea, bist ebenfalls momentan in diesem Spiel eingeloggt. Oh je. Oh, ich? Nein, ich bin keine Spielerin. Ich arbeite hier nur. Um genau zu sein, bist du der einzige Avatar auf dem gesamten Schiff. Ganz genau. Dieses Frachtschiff gehört zum Wartungspersonal von Crossworlds. Das eigentliche Spiel findet auf dem Festland dort drüben statt, auf dem Playground. Du, Lea, bist hier, weil du keine reguläre Spielerin bist.
Du hast dein Gedächtnis verloren und wir versuchen, es wiederherzustellen. Du musst wissen, dass dies nicht dein erster Besuch in diesem Spiel ist. Es besteht die Chance, dass du dich durch dieses Spiel an deine Vergangenheit erinnern könntest. Und deswegen versuchen wir, dich so schnell wie möglich auf den Playground zu bringen. Yep, und genau dieser gläserne Palast von einer Stadt ist dein Ziel. Alles Glas. Das ist Rhombus Square, dort starten alle Spiele. Okay. Tja, das konnte dich wenigstens etwas aufklären, ja? In Ordnung, wir müssen uns für das erste trennen. Ich muss zum Captain gehen und ihm mit deinem Kampftraining helfen. Du kannst dich in der Zwischenzeit auf dem Schiff umsehen, wenn du magst. Die Mannschaft weiß Bescheid, das ist dir bestimmt schon aufgefallen, stimmt's? Du findest mich später beim Captain. Man sieht sich, pass nur auf, dass du nicht ins Wasser fällst, Kleines. Jetzt fahre ich dann ins Wasser. Übrigens, Lea, ich habe mir die Probleme mit der Sprachsynchronisation genau angeschaut. Ich befürchte, dass ich sie nicht so schnell beheben kann. Ist ja auch klar, so in einem Spiel, da möchte man gerne sich selbst sein und nicht drin. Ich habe allerdings eine Notlösung gefunden. Ich könnte einige akustische Muster fest in dein Sprachmodul einprogrammieren. Das heißt, du würdest bestimmte Wörter beherrschen. Das sollte etwas helfen, korrekt? Also lass es uns versuchen. Neues Wort Hi eingebunden. Hi. Hi. Hi, hi, hi. Es funktioniert. Damit solltest du einige Gespräche mit der Mannschaft starten können. Okay, hi. 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 Hallo, du musst ein Besucher auf diesem Schiff sein, richtig? Kein Grundschiff dazu. Okay, das sagten wir schon. Nein. Schüttelkopf. Nein, was dann? Das führt wohl zu nichts. Lass mich einfach meine Arbeit machen, okay? Scheinbar hat dieser Typ nicht mal bemerkt, dass du ein Arbeiter bist. Dann greife ich ihn an. Okay, nun ja, die Menschlichkeit ist nicht verblüffend. Sogar irgendwas. Sogar die Haarfarbe. Also die Haarfarbe ist ja nicht gerade menschlich, aber gefärbt hat. Ah, schau an, du musst diese Avatar sein, stimmt's? Nun gut, willkommen auf der Solar, das haben wir ja schon gesagt. Ja, ja, ich weiß auch sicher nicht aufs Meer. Hi! Hey, kannst du nicht sehen, dass ich beschäftigt bin? Moment, wer bist du? Ah, genau, ich erinnere mich, du bist dieser Pseudoroboter etwas. Nimm's nicht persönlich, weißt du, ich hatte letztens diese Diskussion mit deinem Kollegen. Oder mit einem Kollegen. Uns geht darum, ob Avatar quasi dasselbe wie Roboter sind. Und ich verbitte mir diese Behauptung. Avatars sind lediglich zerbrechliche, temporäre Ansammlung von Instant-Materie. Jeder weiß, dass echte Roboter metallisch sind, so wie diese Schönheit hier. Daher kann ich die Aufregung meiner Kollegen wegen deiner Anwesenheit nicht teilen. Du bist nur ein Avatar, kein echter Roboter, alles klar? Wie dem auch sein, ich muss mich um deinen Kleinen hier kümmern, wenn du mich also entschuldigst. Ah, die Roboter. Okay. Die Roboter, dann greife ich sie mal an. Ah, Mann. Das ist zu sensibel, ich möchte bei denen sein und dann ansprechen. Dann. Oh. Meine Güte, das sind aber mal richtig abgefahrene Haarfarbe, die du da hast. Ich habe schon gehört, dass Avatar Designs zum extravaganten neigen, aber so etwas. Und dann auch noch diese Hörner. Du bist auch nicht mit ihnen zufrieden, oder? Da fragt mich, wie dir wohl dieser Teil verpasst hat. Pfeif. Oh Gott. Hi. Ah, Avatar im Anmarsch. Zugegeben, ich bin überrascht. Ich habe diese wildesten Gamer-Träume in Person erwartet. Riesige Muskelberg und sowas. Und dann haben wir hier so ein niedliches Mädchen. Zu schade, dass das in Wahrheit nichts über das echte Aussehen des Spiels aussagt. Und in den guten alten Zeiten des MOs machen Änderungen, manche ändern sich nie. Asia Grinding MMO Rules Not. Hi. Okay, entschuldige, ich muss den Container briefen. Okay, nicht. So, darf ich jetzt bitte
An Land. Okay, ich mache mal ein bisschen Roboter kaputt. Schade, kann ich nicht. Ah, Frau Avatar ist zurück. Hi. Wow, sie kann jetzt sprechen. Mensch, beruhig dich, Kollege. Carla ist jedenfalls gerade wieder an uns vorbeigelaufen. Sie hat gesagt, dass du dich für uns um die ganzen Kinder kümmern konntest. Also wirklich, ist diese Frau denn zu glauben? Jetzt schiebt sie ihre Arbeit auch noch auf Gäste ab. Nun, sie hat nichts Unrecht, aber mit ihren Avatar-Waffen sind diese Kisten kinderleicht zu zerstören, stimmt's? Nickt. Großartig. Bitte, ich will das sehen. Nun ja, übernimm dich nicht, du bist immerhin unser Gast, aber du würdest uns wirklich sehr helfen. Also werden sie die Kisten von uns vernichten? Ja, ja, nickt, 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 nickt. Juhu, zeig's uns, die Bälle. Frechheit, die sind oben. Frechheit. Wirklich Frechheit. Ja, danke, aber... Von mir aus. Aha, unzerstörbare Kisten. Okay, aber die sind... Die gehen. Kommen wir noch hoch? Kann man doch. Oh nein, die ist da oben. Ja, da muss ich wahrscheinlich hier hoch. Die verschieben. Aha. Easy rules. Ja, hier hoch möchte ich aber auch gerne. Dann muss ich dies wieder so machen. Aha, die gehen mit dem kaputt, okay. Mit aufgeladenen Schüssen gehen die kaputt. Hm, jetzt plötzlich nicht mehr. Also die gehen nicht kaputt. Die auch nicht. So, dann mache ich mir Nahkampf kaputt. Ja, und wo ist die letzte Kiste oder was? Okay, die gehen auch kaputt. Oh Mist. Okay, kaputt. Keine Kiste mehr. Hallo, wo ist noch eine Kiste? Bin ich blöd oder übersehe ich sie irgendwie? Oh, du musst ich hier. Da kann ich doch gar nicht drüber. Dann vielleicht die noch. Ja, klar. Und jetzt ist gut. Noch eine. Okay, da kommt man vielleicht doch rüber. So. Nein. Ja toll, rutscht doch noch runter. Und die. Hm. Leider keine Tipps. Ja, von oben muss man die sterben. Die geht nur von oben kaputt. Alles erledigt, wirklich großartig. Ich bin wirklich überrascht, wie schnell die Bälle geflogen sind. Wovon redest du überhaupt? Ich habe keine Bälle gesehen, nur wie diese Kisten aus irgendwelchen Grund verschwunden sind. Tja, du müsstest diese AR-Brillen tragen, um sie sehen zu können. Die Bälle und ihre Wirkung sind wie virtuell und so. Ach so, also trägst du deswegen ständig diese albernen Brillen.
Albern? Ich, Fräulein, du hast keine Ahnung von gutem Stil. Ja, was auch immer. Jedenfalls vielen Dank für Ihre Hilfe. Ja, vielen Dank, Frau Avatar. Okay, haben wir das auch geschafft. Brücke, Kajuten. Mal kurz Kajuten schauen, einfach kurz reinschauen. Niemanden reden. Ich will eine Kiste aufmachen. So. Ah, da spielt jemand. Darf ich auch mit ihm spielen? Ich will auch spielen. Ich spiele ja überhaupt kein Game momentan. Auweia, schaut dir dieses Chaos nicht an. Der Captain wird das sicher nicht gefallen. Du wirst wissen, warum. Ihr Chat erhält eine strikte Ordnung auf dem Schiff. Jeder Raum muss vor der Arbeit gesäubert werden. Ich frage mich, wie diese Leute es geschafft haben, Chats tägliche Kontrollen zu umgehen. Bestechung, Bestechung. Nein, ich will nicht mit dir reden. Ich will jetzt hoch. Ich will das Game endlich anfangen. So, ein Nichts. Okay. Hi. Suchst du den Captain? Ich denke, dass er momentan irgendwo bei den Kabinen ist. Sogar ein Captain braucht hin und wieder eine Pause. Also es ist auch der Captain. Und draußen ist auch nichts mehr. Okay, Kabinen. Vielleicht ist es das da oben. Nee. Der da. Kann nicht reden, muss auftauchende Gegner besiegen. Oh, ich dachte, dieses Spiel wurde eingestellt. Nein, es ist Final Fantasy, was ist es? Bloß die alte Demo. Verdammt mich. Na gut. Er scheint von diesem Spiel ziemlich gebannt zu sein. Wir lassen ihn lieber spielen. Muss ich da irgendwas das suchen? Oh, du musst dieser Auto sein, von dem du der Captain erzählt hat. Hi. Nun schau dich ruhig auf dem Schiff um. Es ist nur eins der kleinen Schiffe der Solarklasse, aber es tut seinen Dienst. Also, hast du den Raum schon gesehen? Ignorieren ihn. Normalerweise muss jeder Raum sauber sein. Aber irgendwie schafft sich es, Jets Kontrollen zu umgehen. Jetzt muss ich den Raum aufräumen oder was? Dass der Captain sich wieder reintritt. Captain. Das da. Hi. Wow, du sprichst. Hast du endlich deine Stimme zurück? Hi. Momentan, da stimmt was nicht. Ihre Sprachsynchronisation ist immer noch defekt. Ich konnte lediglich das Wort Hi in ihr Sprachmodul integrieren. Das ist daher alles, was ich sagen kann. Ich arbeite momentan an weiteren Worten. Ich verstehe, immerhin besser als nichts. Jedenfalls haben der Cap und ich den Kampftraining durchgeplant, Kleines. Wir sind so gut wie fertig, stimmt's? Ei, das dürfte interessant werden. Also dann, ich bin wegen der letzten Vorbereitungen dann in meiner Kabine. Ich bin so gut wie fertig, also bleib einfach beim Captain, okay? Man sieht sich. Ei, ich werde auf der Brücke warten. Komm zu mir, wenn du bereit bist. Aber sei vorbereitet, ich werde deine volle Aufmerksamkeit verlangen. Ihr beiden da. Achte darauf, die Küche nach dem Kochen sauber zu verfassen. Standen. Verlassen. Zu Befehl, Captain. Es ist ja nicht so, dass wir es seit dem letzten Mal vergessen hätten. War das nicht erst gestern? Oh. Grüß dich, Leia. Ich hoffe, du lässt den Captain nicht warten. Moin, Carla. Ist das dein Raum? Das ist er. Gefällt dir was nicht? Wie schaffst du das? Frauen und nicht aufräumen, okay. Wie schaffe ich was? Diesen Raum. Ich habe nichts gemacht. Das sehe ich. Ich frage mich, wie Chad diesen Raum übersieht. Ah, ich verstehe.
Tja, du wirst wohl noch etwas warten müssen, um meine Geheimnisse zu erfahren. Einfach zuschließen. Mit Sicherheit will der Captain Leo bald ein paar neue Tricks beibringen. Was, du siehst das auch so, Leo? Na gut, dann gehen wir wohl lieber. Ich wollte sie unbedingt kurz besuchen. Das ist seltsam. Was? Wie schafft Carla das nur? Ich werde es eines Tages herausfinden. Darauf kann sie sich verlassen. Sie macht sich vielleicht eine digitale, ja, so ein Spiegel, also einfach vor einem schönen Raum hin, was das Captain nicht sieht, aber sie und wir. Da bist du ja, es ist höchste Zeit für dein Kampftraining. Oder er ist verliebt in sie. Bereit? Ja. Gut, Marsch zum Balkon. Gut, da sind wir. Carla, bist du da? Du bist dort oben fertig? Ja, Captain, vergiss die Brille nicht. Ei. Ah, das weckt Erinnerung. Nun gut, lass uns beginnen. Mir wurde berichtet, du beherrschst die Grundlagen bereits. Ja, das möchte ich jedoch zuerst mit deinen eigenen Augen sehen. Carla, mach den Zielbot stark klar. Zeit für einen Wiedersehen. Hui, schwer. Hör gut zu, ich will, dass dieser Roboter 10-mal aus der Distanz triffst. Und zwar schnell, verstanden? Nickt. Ist das schwer zu treffen. Ei, wie ich erwartet habe, siehst du, wie die Hälfte dieser Bälle das Ziel verfehlt haben. Du musst lernen, anständig zu ziehen. Aha, deshalb, ich dachte schon, ich habe nicht gut gezielt. Ich zeig dir, wie man es richtig macht. Pass auf, okay. Ja, das weiß ich schon. Du siehst die Punkte der Linie, das ist der Wurfradius. Wenn ich jetzt werfe, fliegen die Bälle wie wild zwischen den beiden Linien. Kannst du gut ziehen. Bravo. Und dafür leckt auf Fraps. Gut. Sowas nenne ich verdammt unsaubere Schmeißerei. Will ich hier nicht sehen, verstanden? Okay, das Game hat irgendwie... So. Ja. Jedenfalls wird sich deine Präzision im Laufe der Zeit erhöhen, wenn du ihn duierst. Wirfst auch genauso. Aber das dauert eine Weile. Du willst schneller, präzise sein? Dann konzentrier dich aufs Ziel. Und lass das verfluchte Werfen sein. Das ging schnell, nicht wahr? Sobald die Linien verbunden sind, kannst du sehr präzise werfen. Okay. Siehst du auch, wie du nach dem Wurf die Präzision behältst? Sobald die Linien verbunden sind, kannst du so viele präzise werfen. Präzise Bälle werfen, wie du willst. Aber deine Präzision geht zum Teufel, sobald du zu schnell die Richtung änderst. Aha. Also merk dir, beim Werfen wird nicht gehetzt. Warte erst einen Moment für die Präzision, dann kannst du nach Herzenslust werfen. In Ordnung, nach einem Versuch? Nein. Schüttelt Kopf. Du musst es wissen, aber denk dran, die Präzision im Kampf entscheidend ist. Carla, wir brauchen das Geschütz. Okay, es leckt nochmals ein bisschen. Tut mir leid. Aber Phelps hat meistens Probleme mit älteren Engines, also nicht so gute Grafik. Die Spiele mit guter Grafik gehen eigentlich leckfrei immer. Zeit für die alte Betty. Als nächstes üben wir den Sprint. Das Geschütz wird jetzt auf dich feuern. Ich will zwei Dinge von dir. Erstens, richte dein Visier auf das Geschütz, aber wirf nichts. Zweitens, weiche den Kugeln des Geschützes ohne dein Ziel zu verlieren. In Ordnung, fangen wir an. Momentan leckt es, das wegen der Engine. Oder wegen Flips. Ja. Bleib so verstehen, du musst dein Ziel im Auge behalten, Mädchen. Der Sinn dieser Übung ist kontrolliertes Sprinten, also behalte dein Ziel im Visier. Du musst schneller werden, Mädchen. Versuch gar nicht erst einfach durch die Geschosse zu spazieren. Sprinte im richtigen Moment.
Ja, ich kann nicht, wenn ein Lag da ist. Du musst schnell werden, Mädchen, ja. Ja, ich will sowieso im Nahkampf werden. Ach komm, bitte. Ja, ich... Ah, ich habe schon mich weggesehen und dann hat es geleckt. Ja, jetzt. Komm schon, bitte. Yeah, ich find's richtig cool. Ah. So, ich hab's kurz gemacht, sonst lag das noch. Wie wild. Gerne ausgewichen, zeig mir jetzt, was du gegen diesen Angriff machst, Mädel. Was zum Henkel sollte das denn sein? Weißt du nicht, wie man sie verteidigt, Mädchen? Nun ja, Chat, sie weiß es in der Tat wirklich nicht. Ja, mach's einfach mal so ein zielsuchender Mega-Pöllchen-Scheißwurf. Sie weiß es in der Tat wirklich nicht. Ich habe vergessen, ihr Verteidigungsmodul zu aktivieren. Sergei, ist das dein Ernst? Du kannst die Kleinen doch nicht ohne ein vernünftiges Schild in die Schlacht schicken. Ja, ich werde das jetzt beheben. Ward aktiviert. Gut, jetzt hast du dein Schild. Muss ich dir zeigen, wie es funktioniert? Ja. Ei, dann hör gut zu. In Ordnung, zuerst die Grundlagen. Zeig mir dein Schild. Okay, das habe ich doch schon mal gehabt. Gut, bedenk, das Schild nicht dich nur frontal schützt. Du solltest immer in die Richtung des Angriffs schauen. Außerdem kannst du zielen, während du dich verteidigst. Es dauert allerdings seine Zeit. In Ordnung, hast du es verstanden? Ja. Gut, dann wird es Zeit, endlich diesen Ballhakel zu blocken. Endlich, ja klar. Achtung. Und das ist schwer daran. Sehr gut, damit werden wir mit den Grundlagen durch. Zum krönenden Abschluss wirst du noch einen richtigen Kampf gegen das Geschütz haben, wo du alles gelernt unter Beweis stellen kannst. Oh Gott. Wieso scheißt du jetzt nicht blöd? Es wird aber noch eine kleine Überraschung für dich bereithalten. Ich werde dir eine kleine Pause gönnen. Sag Bescheid, wenn du bereit bist. Okay, es lägt nicht mehr. Es ist wirklich nur das kurze, der kurze Moment, wo die Engine oder so etwas mit Fraps dazu noch ein bisschen leckt, oder? Ich scheiße, jetzt ist kaputt. Oh, das Schieß ist kaputt. Okay, jetzt leckt's wieder. Ja. Mal kurz schauen. Ja, dann hören wir jetzt hier auf. Mit dem Part. Ich mache dann den nächsten Part mal weiter. Und schau mal, wieso das leckt. Und jo. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Schauen.